place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page. Die Stimmung ist getrübt. Wir haben gemischte Gefühle, weil, ja, wie man unschwer erkennen kann, sitze ich im G-Wagen. Und gewisse Leute haben irgendwie ein Problem mit dem Interieur und dem Fahrkomfort. Also mehr als gedacht, scheinbar. Sagen wir es so. Also ich habe mich jetzt daran gewöhnt, ich gebe es zu, es war gewöhnungsbedürftig. Aber irgendwie gehen die positiven Vibes überwiegen. Also es ist schon sehr geil irgendwie, aber jetzt sind hier viele Klamotten drin, aber unabhängig davon, man hört halt alles so, ne? Ist schon alles. Man merkt einfach, die Technik ist so aus den 90ern. Und ich als Typ, ich finde das okay. Aber da das ja auch mit der Frau geteilt wird, muss man sagen, man muss ja beide berücksichtigen, deshalb, es ist schwierig. Es ist, momentan sind wir hin und her gerissen. Es ist zwar ein Termin für die Zulassung, nächste Woche haben wir zwar, aber kann auch sein, der kommt wieder weg, ja. Weil jetzt so im Alltag oder jetzt ein bisschen ist sie auch gefahren und ja, ne? Du darfst reden. Ach so, auf einmal darf ich reden. Also ich habe das jetzt die ganze Zeit für mich behalten. Erstmal wollte ich kurz anmerken, dass die Blicke echt krass sind. Das ist mir gerade jetzt beim Film aufgefallen. Und der zweite Punkt ist, man muss sich halt lauter. Wirklich... Man muss sich... Ich bin direkt vor der Kamera. Man hört mich bestimmt sehr gut. Also, im ersten Moment musste ich mich dran gewöhnen, weil das Auto ist von 2008. Das heißt, es ist halt ein bisschen... es ist ein bisschen altmodischer, als man es sonst kennt. Allerdings haben wir auch eine Lösung dafür gefunden. Was denn? Ja, guck, zeig den Leuten. Ja, also, wir haben keinen USB-Anschluss. Ja, das... Oder noch keinen USB-Anschluss, aber... die Funktion ist da. Guck hier. Genau. Nee, muss das sein. Dann sind wir mit Radio gefahren. Das hat natürlich nicht den besten Vibe hier abgegeben. Allerdings haben wir dann hier diese kleine Soundbox mitgebracht und dann jetzt läuft das halt alles, ne? Und ich muss sagen, wenn ich mitfahre als Beifahrerin, ist es für mich voll in Ordnung. Also ich finde es dann auch echt cool. Selber zu fahren ist so ein bisschen körperlich anstrengend, obwohl ich trainiere. Also man und, muss sagen, die Servo ist ein bisschen schwergängig. Film mal so durch den Raum. Die Unordnung ist natürlich nicht... Ja, ist nicht schlimm, aber weißt du, was ich meine? Ja. Ansonsten schwarzer Himmel, Schiebedach. Xenon. Genau. Auf jeden Fall. Das Wechsel ist auch cool. Ich muss sagen, jetzt haben wir das Auto gewaschen und jetzt ist das Feeling auch ganz anders. Und man fühlt sich doch wohl hier als Beifahrer definitiv. Ja, jetzt so. Ist halt nur die Frage, was macht man? Wie gesagt, ne, guck mal, jetzt hör mal. Das ist geil. Also. Natürlich ist das geil, ja. Brauchen wir nicht drüber reden. Also, aber ich bin dafür, dass wir den erstmal jetzt behalten und nebenbei den Audi noch behalten und uns erstmal eingewöhnen. Weil ich persönlich muss sagen, als Frau, für mich wäre das jetzt kein Autobahnauto. Ich könnte jetzt nicht 2 Stunden damit Autobahn fahren. Das würde mir, glaube ich, auf die Nerven gehen. Ja. Vermute ich, aber man muss es mal ausprobieren eigentlich. Ja gut, ich war ja ein paar Stunden unterwegs schon. Ja. Aber auch die Musik hat war ein großer Faktor. Jetzt haben wir das Problem gelöst. Und jetzt noch einen guten Duft hier rein. Auto ist schön sauber. Ja, nur hier die Ecke muss man wischen. Ja, genau. Aber sonst ist der gepflegt eigentlich. Der ist sehr gepflegt, das muss man wirklich und sagen. Und schwarz innen komplett ist schon also, auch sexy. Das kommt jetzt auf dem Video nicht so gut rüber, aber der wirkt sehr, sehr elegant von innen. Und wie gesagt, ist halt wirklich ein Hingucker. So gerade bei der Autowäsche, der sah schon echt Bombe aus. Ja, so, das sind jetzt die ersten nach 2 Tagen. Ne? Eigentlich war das ja so, dass wir den fahren wollen. So, möchtest du noch was sagen in diesem Video? Ja, es kommt bestimmt mal was Ausführliches noch, so nach ein paar Wochen oder so. Mhm.
auch gerade als wir auf dem Parkplatz gestanden haben und den Kofferraum auf hatten und wenn man so von außen reinguckt, das sieht schon sehr gut aus mit dem schwarzen Himmel. Der ist fett, Farbkombination ist mega. Genau, schwarz-weiß, das sieht auch wirklich gut aus. Vielleicht gewöhne ich mich auch so, wenn ich jetzt ab und zu fahre. Und sowieso fahre ich nicht viel, deswegen. Ja, da ist nichts hinzuzufügen. Ja, ich wollte nur mal jetzt so den Struggle so erläutern, weil es ist ja. Nee, ist ja wirklich so, ne? Das sagt ja jeder, der sich ein bisschen mit den Dingern auskennt oder sowas gefahren ist. Ne? Es ist gewöhnungsbedürftig und die fahren nicht sehr gut. Es kann sein, im Wald und so sind die geil, aber es gibt natürlich bessere Autos für den Straßenverkehr. Aber trotzdem, guck mal, das ist das Problem. Der ist so geil, dass man denkt, eigentlich schade drum. Mhm. Weil der ist schon sehr geil, ja. Ja, also ich glaube, G-Wagen mag man, also liebt man oder hasst man. Weil viele sagen, ist hässlich oder ist gar nicht mein Ding. Und die anderen sagen halt geil. So, und dazwischen gibt es wohl kaum was. Mhm. Aber im Endeffekt, das Auto hat ja seinen Wert und es hat ja auch eine Wertstabilität. Und von daher kann man. Kultstatus ohne Ende. Kultstatus und es hat ja auch den Komfort. Von daher. Und es wird ja nicht umsonst gefahren von, keine Ahnung. Von jedem hin zum Schluss. Von hin, so Prominenten und keine Ahnung. Das kommt hinzu. Ja. Aber da ist das ja jetzt kein Kaufgrund gewesen. Das war einfach nur, egal wo wir waren und eine G-Klasse gesehen haben, haben wir gesagt, geil, Alter. Und dann irgendwann haben wir geguckt und dann kam der halt ins Spiel und ja, dann hat es preislich gepasst und optisch und so. Ja, was soll ich sagen? Deshalb, also. Ja, also ich würde den erstmal fahren. So, du bist der Hauptfahrer und wenn ich weiß, ich habe noch ein anderes Auto zum Ausweichen, dann ist das nicht so bedrückend. Ja, aber auf Dauer zwei Autos ja auch. Egal, wir gucken. Genau. Erstmal eingewöhnen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, als Frau, man muss sich in so ein Auto eingewöhnen. Und ich bin schon also mit so schwereren Autos gefahren. Ja, ist so. Ach, parken? Ja, okay, boah, was für eine Parklücke ich heute Morgen eingeparkt habe. Mach aus. Ciao. Ciao.